Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt in Berlin Frau Professorin Elke Schäffner, mit der wir uns darüber unterhalten möchten, wann und warum wir bei nierenkranken und bei nierengesunden Menschen die Nierenfunktion abschätzen oder messen sollen. Liebe Elke, ganz herzlichen Dank, dass du dich dieses Themas annimmst. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Frau Professor Schäffner ist Professorin für Public Health und Epidemiologie am Institut für Public Health der Charité, dessen stellvertretende Direktorin sie auch ist. Von der Ausbildung her ist sie Internistin und Nephrologin und vor allen Dingen für uns wichtig, sie ist in Deutschland diejenige, die am besten die verschiedenen Formeln, die da in den letzten Jahren gekommen und gegangen sind, um die Nierenfunktion abzuschätzen, einordnen kann. Und damit es nicht so einfach für uns wird, hat sie auch drei eigene Formeln noch zusätzlich entwickelt, die BIS-1, die BIS-2 und eine neue europäische Formel. Meine Co-Moderatoren heute sind Herr Christian Dorbart, Nephrologe und Internist in Frankfurt am Agaplesion-Markus-Krankenhaus und Professor Jürgen Geisel, der in Homburg an der Uniklinik das Zentrallabor leitet. Mein Name ist Gunnar Heine, Internist und Nephrologe in Frankfurt. Genau. Wir würden es jetzt so machen, dass wir einen Fall, den wir uns vorher ausgedacht haben, erstmal vortragen und dann letztendlich an den Laborwerten zusammen besprechen, wie man die Nierenfunktionen nach welcher Formel auch zeitlich geordnet bestimmen kann. Und zwar ist unser Patient ein männlicher Patient, ein weißhäutiger Patient, 65 Jahre alt, hat ein Körpergewicht von 171 Zentimetern, 72 Kilogramm Gewicht. Das Kreatinin wurde mit 2,58 Milligramm pro Deziliter bestimmt. Albuminurie 500 Milligramm pro Gramm Kreatinin und Cystatin C 3,25 Milligramm pro Deziliter. Und jetzt würden wir gerne anhand auch zeitlich geordnet der Formeln uns die Nierenfunktion abschätzen lassen oder bestimmen lassen und würden anfangen mit der Cockcroft-Gold-Formel, die 1973 veröffentlicht worden ist. Und dann würde ich jetzt an meine Kollegin weitergeben. Gut, also wenn ich es recht verstehe, dann machen wir so eine kleine Zeitreise, kleine Historie durch die Formeln und gucken mal, was sich getan hat über die Zeit. Und die erste, die gerade genannt wurde, ist die in den Anfang der 70er Jahre veröffentlichte Cockcroft und Gold Formel. Immer eine nette Anekdote. Samstagdienst in Kanada, nicht viel zu tun. Und Herr Cockcroft und Gold haben diese Formel entwickelt bei, ich glaube, noch nicht mal 249 Männern, weißen Männern. Keine einzige Frau dabei. Und das Spektrum der GFRs war auch relativ begrenzt. Und genau das ist auch einer der Nachteile der Cockcroft-Gold-Formel. Unter 30 Milliliter pro Minute ist sie nicht so besonders gut, denn da gab es wenig in der Population, in der sie entwickelt wurde. Und man muss auch sagen, sie hat als Goldstandardverfahren die Kreatinin-Clearance gehabt. Streng genommen ist also die Cockcroft-Gold auch eine Clearance-Formel und gar keine GFR. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Man muss nur wissen, sie hat dann auch die ähnlichen Mankos wie der Goldstandard. Und da wissen wir, bei der Kreatinin-Clearance im unteren Bereich gibt es ja auch eine tubuläre Sekretion. Das führt dann dazu, dass im unteren Bereich die GFR eher überschätzt wird. Wir haben auch nur das Körpergewicht in der Cockcroft-Gold, nicht die Körperoberfläche. Das könnte man auch noch nennen. Alles in allem kann man aber sagen, ist die Formel gar nicht so schlecht gemessen daran, wie klein die Population war, in der sie entwickelt wurde. Auch keine einzige Frau. Und dafür hat sie eigentlich knapp 30 Jahre ganz gut überlebt. Im Alter ist sie auch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht können wir nachher noch was dazu sagen, wenn es um die Dosierung geht. Bei dem Patienten, der jetzt gerade angesprochen wurde, der hat ja eine ziemliche Diskrepanz, was Kreatinin und Cystatin C anbelangt. Also er hat in beiden schon eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion. Auch wenn man das Alter noch hinzunimmt, dann wird er wahrscheinlich so um die, keine Ahnung, zwischen 20 und 30 liegen. In Abhängigkeit der Formel wird es sicherlich Unterschiede geben. Und er hat, wie gesagt, ein höheres Cystatin C als das Kreatinin. Cystatin C spielte aber in den 70er Jahren und bis in die 2000er Jahre noch gar keine Rolle. Alles war immer Kreatinin basiert. So viel erstmal vielleicht zur Cockcroft Gold. Bevor Christian Dorbart jetzt ins neue Jahrtausend mit den neueren Formeln geht, muss ich mal interessiert nachfragen, wenn keine einzige Frau dabei ist, es gibt einen Frauenfaktor, wie ist der da reingerutscht in die Cockcroft-Gold-Formel? Das kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob der von vornherein da war.
oder ob der im Nachhinein dazu kam durch Nachadjustierung. Prima. Dann würden wir jetzt fast an den Jahrtausendwechsel gehen. 1999 wurde dann die MDRD-Formel veröffentlicht. Was war da jetzt der Vorteil oder gibt es Nachteile sogar? Also vielleicht hole ich noch mal ganz, ganz kurz aus und nenne mal drei Punkte, mit denen man eigentlich anhand derer man ganz gut erklären kann, warum man überhaupt unterschiedliche Ergebnisse bekommt in Abhängigkeit der Gleichung, die man verwendet. Ist ja erstmal blöd. Ja? Alle möchten ja das Gleiche, alle Gleichungen, alle möchten die Nierenfunktion schätzen. Jetzt sieht man aber, je nachdem, welche man anwendet, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das hat mehrere Gründe. Nennen wir mal die häufigsten oder die schwerwiegendsten. Das erste ist, jede Gleichung performt, wie man neudeutsch sagt, immer in der Population, in der sie entwickelt wurde, am besten. Das heißt, wenn wir eine Gleichung in Kranken entwickeln, wird diese Gleichung, wenn man sie in Gesunden anwendet, die GFR unterschätzen. Und umgekehrt, wenn ich eine Gleichung in Gesunden, eher Gesunden entwickle, wird sie die GFR bei Kranken überschätzen. Das heißt, wir möchten ganz gerne in der Entwicklungspopulation eine weite Bandbreite haben an GFR. Stark eingeschränkte, mäßig eingeschränkte und vielleicht gar nicht eingeschränkte, denn dann kann ich sie ubiquitär einsetzen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass die mathematische Modellierung, ja, die sowohl Cockcroft-Gold als auch die CKD-Epi-Gleichung, über die wir noch reden werden, und auch die MDRD und die in jüngster Zeit publizierten Gleichungen haben teilweise unterschiedliche Modellierung. Man hat also unterschiedliche Annahmen, wie die Nierenfunktion über das Alter abnimmt, linear oder nicht linear, oder ob sie erst eine Weile stabil sind und dann abfallen, all solche Dinge. Und das dritte ist natürlich der Biomarker, auf dem sie basieren. Kreatinin ist seit vielen Dekaden der Nephrologie erhalten geblieben und dann seit einigen Jahren jetzt auch das Cystatin C. Und beide Biomarker haben unterschiedliche Eigenschaften und werden von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Und da gibt es noch andere Gründe, auch der Goldstandard zum Beispiel, der verwendet wurde. Aber das sind erstmal so die drei wesentlichen Dinge. Und wenn wir jetzt zur MDRD überleiten, 99 veröffentlicht, ja, also nach knapp 30 Jahren Cockcroft-Gold kam die MDRD von einer Gruppe aus Boston. Da muss man sich auch mal angucken, in was für Patienten wurde die entwickelt. Das waren eigentlich fast nur Kranke. Das heißt, die MDRD hat den Vorteil gegenüber der Cockcroft-Gold, man braucht kein Gewicht, man braucht nur einen Biomarker, das Kreatinin im Fall der MDRD und dann noch eben Alter und Geschlecht. Es gibt auch noch eine MDRD-Variante, die mehr Variablen anguckt, aber das ist so jetzt die häufigste, die verwendet wurde, auch weltweit bis vor kurzem immer noch. Das ist ganz praktisch und sie ist wirklich gar nicht schlecht im Bereich der Niereninsuffizienten. Aber sie ist nicht besonders gut bei den Gesunden, weil einfach überhaupt kein Gesunder in dieser Entwicklungspopulation war. Und sie ist auch nicht gut im Alter, denn die Population, in der sie entwickelt wurde, ging genau bis 69. Das heißt, im Alter führt sie zu einer relativ starken, manchmal sogar massiven Überschätzung der wirklichen GFR. Das ist eigentlich das Hauptsächliche, würde ich sagen, was man zur MDRD sagen kann. Gut. Kinder waren auch nicht dabei, das kann man noch hinzufügen. Okay. Also 10 Jahre später kam dann die CKD-Epi-Formel, die es ja in drei Varianten dann gab. Einmal Kreatinin-basiert, einmal Cystatin-C-basiert, letztendlich dann auch Cystatin-C und Kreatinin-basiert. Wo sind denn da die Vorteile jetzt oder Nachteile gegenüber den vorherigen Formeln? Ja, also die bleiben wir erstmal bei der 2009er. CKD-Epi, die war rein kreatininbasiert, war im Prinzip, wie es so schön heißt, ein Evolution auf der MDRD, but no revolution. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Die hat schon Vorteile, ist jetzt aber nicht wow besser als die MDRD. Sie ist, hat den Vorteil, dass man auch Gesunde mit hinzugenommen hat, um das Spektrum zu erweitern. Also sie ist deutlich besser im gesunden Bereich. Und da kann man jetzt als Kliniker sagen, ja, aber der Gesunde interessiert mich doch eigentlich gar nicht. Mir kommt es auf den Kranken an. Ja, richtig. Aber es gibt durchaus Situationen, da möchte man auch bei hoffentlich Nierengesunden wissen, ob die gesund sind. Eines der Beispiele sind die Lebendnierenspender zum Beispiel. Ne? Da möchte man wirklich sicher gehen. Können wir vielleicht auch noch im Anschluss drüber sprechen. Die CKD-Epi ist insofern in diesem Bereich besser. Sie ist auch im Alter etwas besser, obwohl die Alten hier auch unterrepräsentiert waren. Sie hat den Nachteil, dass sie im Alter leicht überschätzt, nicht so wie die MDRD, aber im jungen Erwachsenenalter teilweise massiv überschätzt. Also gerade im Bereich 18 bis 21 haben wir teilweise eine Überschätzung von 20 Milliliter pro Minute. Und das
wird dann langsam besser bis zum 30. Lebensjahr. Und dann so in der mittleren Altersspanne ist sie gut. Ja? Also es ist sicherlich eine Gleichung, die besser ist als die MDRD in vielen Bereichen, aber jetzt kein Quantensprung, würde ich sagen. Und 2012, Sie hatten es gerade schon angesprochen, kamen dann weitere Weiterentwicklungen. Da kam nämlich dann ein neuer Biomarker ins Spiel, das Cystatin C. Einmal in Kombination mit Kreatinin und einmal auch pur, nur Cystatin C basierend. Und dieses Cystatin C, das können wir jetzt besprechen oder vielleicht in ein paar Minuten, hat natürlich in gewissen klinischen Situationen einen großen Vorteil über dem Kreatinin, aber nicht in allen. Also ist auch keine Wunderwaffe, aber hat in bestimmten klinischen Situationen, wo das Kreatinin sehr fehlerbehaftet sein kann, Vorteile. Und dann gab es ja jetzt 2021 nochmal eine neue Version der CKD-EPI-Formel. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Ist das was, das ist jetzt ja aus Amerika? Genau. Und die Frage ist, wie sehen Sie es jetzt bei uns in Deutschland oder Europa? Also das sind die neuesten Entwicklungen der CKD-EPI-Arbeitsgruppe. Das sind die sogenannten RACE-3-Equations. Ich würde gerne auch noch zu den europäischen Gleichungen kommen, die ich für Deutschland als viel, viel relevanter einschätze und auch für Europa. Aber wenn wir jetzt erstmal bei den CKD-EPI-Gleichungen bleiben, dann kann man sagen, ja, was war die Motivation? Die Motivation, ich glaube, das kann man in der Tat so sagen, waren auch ein Stück weit gesellschaftspolitisch motiviert, um der Sorge Rechnung zu tragen, dass diese Gleichung ein Stück statt Racism, also Rassismus beinhalten. Denn die bisherigen, alle diese bisherigen US-amerikanischen Gleichungen beinhalten auch einen Race-Term. Auf Deutsch kommt man das Wort ja nicht über die Lippen, deswegen bleiben wir beim Englischen. Und dieser Race-Term, der wird eingesetzt, wenn es sich um schwarze Patienten handelt. Wohlgemerkt aber auch nur um African Americans, denn diese Formel sind in der USA entwickelt. Und da war die Sorge, dass es zu falschen Behandlungen kommt durch Missklassifizierung, wenn dieser Race-Term in diesen Gleichungen enthalten ist. Also dass die GFR bei Schwarzen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, falsch hoch geschätzt wird und sie dadurch vielleicht zu spät tatsächlich auf die Warteliste platziert würden. Also ein schwieriges Thema, ein Thema, was auch hochpolitisch ist. Und es wurde eine Taskforce gegründet, der auch amerikanischen Nierengesellschaft, mit dem Ziel, diesen Race-Faktor aus diesen Gleichungen zu entfernen. Und das hat man auch geschafft. Es gibt mehrere Gleichungen. Die Cystatin-C-basierte ist mehr oder weniger gleich geblieben, aber die Kreatinin-basierte und die kombinierte ist jetzt race-free. Also alle sind race-free. Aber was eben anders ist dadurch, dass wir andere Schätzwerte erhalten. Wir haben uns also diese Freiheit des Race-Terms erkauft, durch eine höhere Verzerrung, die man in Kauf nimmt dadurch. Das ist sozusagen der Preis, den man zahlt für das Entfernen dieses Race-Faktors. Also um es deutlich zu machen, die beiden Gleichungen haben jetzt einen positiven Bias. Also das ist einer der Performance-Measures statistisch. Einmal von 3 und einmal von, ich glaube, die kombinierte und die Kreatinin basierte hat einen Bias von 4 Milliliter pro Minute. Man misst also 4 Milliliter höher, als eigentlich die GFR ist, beziehungsweise 3 Milliliter höher. Das erscheint so ein bisschen absurd auf den ersten Blick, dass man diesen Bias in Kauf nimmt. Und ich überlasse es den YouTube-Zuhörern, sich da selbst eine Meinung zu machen. Man muss es wissen. Was mir noch nicht klar ist, ist, ob dieser Bias immer derselbe ist, in Abhängigkeit des, also über das ganze Alter verteilt, oder ob der eventuell in bestimmten Alterskategorien höher oder niedriger ist. Das kann ich nicht sagen. Ich frage mal in die Runde. Wir haben das in Frankfurt, wo wir mit einem großen Labor zusammenarbeiten, breit diskutiert. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zunächst noch nicht umzustellen. Wie ist das an der Charité? Wie ist das in Homburg? Ist da schon eine Umstellung in den zugrunde liegenden Formeln erfolgt oder arbeiten beide auch noch mit der älteren Formel? Nein, wir arbeiten hier noch mit den älteren Formeln. 2021 ist natürlich recht jung
Und ich glaube, dann ist man immer gut beraten, erstmal zu schauen, wie ist die Konsensfähigkeit, findet die Formel Adaption. Und wenn ich das auch recht sehe im Vergleich, habe ich sie noch nicht eingesetzt gesehen bei anderen Laboren. Ne? Also im Moment ganz klare Aussage, noch zuwarten. Ne? Also ich kann von hier sagen, hier ist sie auch nicht, ich weiß gar nicht, ob das hier schon wirklich angekommen ist, dass es die Formel gibt. Wir sind hier auch bei der CKD-Epi von 2009. Man kann natürlich auch die Cystatin-C-basierte anfordern. Ich würde aber eher die Frage stellen, ob wir diese Formel hier tatsächlich benötigen. Also einmal haben wir nicht so viele schwarze Patienten, die gibt es auch, klar. Aber die Frage ist, ob eine Formel, die African Americans mit einpreist, überhaupt übertragbar ist auf die, Klammer auf wenigen, Klammer zu, Schwarzen, die wir haben. Auch selbst wenn wir mehr hätten, sind es keine African Americans, sondern African Africans. Oder ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt heutzutage sagt, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Und die Variabilität innerhalb Afrikas ist, glaube ich, eine sehr starke, gerade auch untereinander. So dass meine Frage wäre, wir wissen übrigens auch, dass gerade an der Côte d'Ivoire die Gleichungen, die wir aus USA kennen, nicht sehr gut abschneiden. Also das ist ein Grund, aber ich glaube, fast der wichtigere Gedanke ist ja, ob wir diese Gleichung also 1:1 überhaupt übertragen können, da ja die Risikoverteilung in der amerikanischen Population eventuell sowieso eine andere sein mag als in der europäischen. Das gilt natürlich jetzt auch für alle Formeln, die es bisher schon gab, aber das sollte man sich immer klar machen, gerade wenn man auch europäische Alternativen hat. Ja? Also Stichwort Adipositas oder auch andere Charakteristika. Wir hatten das ja vor einigen Wochen auch mit Navdeep Tangri besprochen gehabt, der das aus der kanadischen Perspektive gesehen hat, der das sehr ähnlich sieht, wie du das jetzt auch für Deutschland gesehen hast, der eben gesagt hat, die Zusammensetzung der Bevölkerung in Kanada ist auch nicht 1:1 übertragbar auf die USA. Und ich führe einen neuen Fehler ein, eine neuere Ungenauigkeit, die dann einen sehr, sehr großen Anteil der Bevölkerung trifft. Das heißt, bei uns wahrscheinlich 98, 99% der Menschen. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist natürlich, dass keiner von uns daran denkt, diesen Faktor einzupreisen, wenn jetzt vom Professor Geisel aus dem Labor der Befund kommt. Er weiß natürlich jetzt nicht, dass er den Faktor dazu rechnen müsste. Er kriegt ja kein Foto des Patienten mitgeschickt. Das heißt, dieses Denken müssen wir natürlich dann im Kopf noch machen, dass wenn wir glauben, wir haben einen Afroamerikaner vor uns sitzen, dass wir dann eben diese Formel anpassen sollten. Ich habe eine ganz andere Frage an beide auch wieder, an den Labormediziner, an die nephrologische Epidemiologin. Warum machen wir so selten Cystatin C? Oder machen wir überhaupt zu selten Cystatin C? Ihr habt bestimmt in Homburg überschlagsweise Zahlen, wie häufig das angefordert wird. Wir machen es in Frankfurt sehr, sehr selten, denken auch selten daran. Dieser Marker bei all den Schwächen, die er natürlich auch hat, ist ja, denke ich, schon der bessere Marker als das Kreatinin. Ja, ich habe mir noch mal gerade die Zahlen noch mal angeschaut. So vielleicht mal so als Vorstellung. Wir machen hier in Homburg so etwa 5,6 Millionen Laboranalysen pro Jahr. Von den 5,6 Millionen sind 250.000 Kreatininbestimmungen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und wir machen 15.000 Cystatin-C-Bestimmungen. Also es ist schon eine sehr starke Abstufung um mehr als den Faktor 10. Ne? Was ja auch letztendlich kein Fehler ist. Umgedreht kann man natürlich sagen, diejenigen Patienten, die Cystatin C brauchen, die bekommen es auch. Ne? Und andererseits für viele Patienten ist natürlich das Cystatin C ein Kostenfaktor und vielleicht auch vermeidbar. Wenn ich es insgesamt immer angucke, finde ich es immer von Klinik zu Klinik immer etwas unterschiedlich. Manche Kliniken sind sehr Cystatin-affin. Manche Kliniken sind eher nicht cystatinaffin. Und eine Gruppe, wo ich es immer eigentlich ein bisschen bedauerlich finde, ist zum Beispiel auch die Kinderklinik. Dort wird sehr wenig Cystatin C bei uns hier angefordert. Ne? Und an der Uni
unterschätzt man den Anteil von Cystatin C bestimmt nicht. Es wird ja in nicht-universitären Häusern eher noch weniger sein, zumal Danilo Flieser als der Nephrologe in Homburg ja großer Freund vom Cystatin C ist und er das propagieren wird, dass es häufiger gemessen wird. Aber ist das an der Charité ähnlich? Also ich habe keine Statistik jetzt aus den Laboren. Insofern kann ich das nicht so detailliert beantworten. Ich glaube, man braucht nach wie vor mehr Aufklärung über das Cystatin C. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich glaube nicht, dass es so en gros der bessere Marker ist, aber man muss aufklären über die klinischen Szenarien oder Situationen, wo es dem Kreatinin eben wirklich deutlich überlegen ist. Und da glaube ich persönlich, wird es zu selten eingesetzt nach wie vor. Und einer der Hauptfaktoren ist der Preis. Es ist einfach unglaublich viel teurer als das Kreatinin. Und ich glaube, das sollte sich erstmal ändern. Vielleicht ändert sich das auch, wenn die Nachfrage höher wird. Das kann ich nicht recht beurteilen. Aber wir sollten uns klar machen, wann sollten wir Cystatin C wirklich verwenden. Ja? Und das sind eben genau die Situationen, in denen das Kreatinin fehleranfällig ist. Und das sind die Bereiche, wenn wir Schwankungen haben in der Muskelmasse, also ganz klassisch Sarkopenie im Alter. Und die ist häufig gar nicht so leicht zu diagnostizieren. Gerade wenn eine Adipositas dabei ist, die das maskiert, gibt es auch nicht selten. Dann auch in die andere Richtung, der Leistungssportler, also sehr muskuläre Patienten, Bodybuilder. Ich glaube, die Sarkopenen im Alter sind die häufigeren, mit denen wir es zu tun haben. Amputation auch gar nicht so selten in der Nephrologie, ist auch sowas. Oder auch Vancomycin, Trough Level, ist auch das Cystatin C sicherlich der bessere Marker. Was mich nochmal interessieren würde, wenn man, also wie unterscheidet sich in der Genauigkeit die neueste 2021-Formel von der 2012er Cystatin C-basierten Formel? Kann man das sagen? Das sind eigentlich mehr oder weniger identisch. Okay. Ja, also es gibt ja drei sogenannte Measures of Performance, mit der man die Güte einer Schätzgleichung bestimmen kann. Das eine ist die systematische Abweichung, der Bias. Und da sind diese neuen Formeln, also die kombinierte und die kreatininbasierte, deutlich schlechter. Ja, einmal ein Bias von 3, einmal von 4. Die pure Cystatin-C-basierte, nach der Sie gerade fragten, die ist identisch geblieben. Und jetzt fragten Sie aber nach, glaube ich, Präzision oder Genauigkeit. Ne? Also das eine ist die Precision und das andere ist die Akkuratheit. Und ich glaube, da fehlen uns noch ein bisschen Daten, um das besser zu verstehen, was die beiden anbelangt. Welche Patienten sind die, bei denen das Cystatin C nicht so genau ist? Du sagtest, auch das Cystatin C hat seine Schwächen. Welche Patientengruppen sind das? Also Cystatin C ist jetzt nicht ein Marker, der durch nichts beeinflusst würde. Ne? Und also beispielsweise Patienten mit chronischen Erkrankungen, die eine chronische Inflammation haben. Deswegen ist zum Beispiel auch bei Adipositas das Cystatin C wahrscheinlich gar nicht so gut, weil wir ja davon ausgehen, dass in den Adipozyten so viel Inflammation schwelt. Dann Krebspatienten mit Chemotherapie zum Beispiel, ja, also Lymphompatienten an sich schon. Und dann, wenn noch eine Chemotherapie dabei ist, dann in der Regel erhöht es das Cystatin C. Starkes Rauchen, dann Steroidgabe. Es wird immer wieder von Über- oder Unterschilddrüsenfunktion gesprochen in der Literatur. Ob das stark beeinflusst, weiß ich nicht. Man liest das immer. Aber ich glaube, vor allem diese chronischen Entzündungszustände und auch Krebspatienten mit Chemotherapie und Steroidgabe, das ist schon eine deutliche Beeinflussung. Vor allem hochregulierend. Und bei Dialysepatienten, da gibt es meines Wissens so ein bisschen unterschiedliche Aussagen. Wird das Cystatin C auch rausdialysiert oder kann man das als Marker der Nierenfunktion besser verwenden als das Kreatinin, was uns ja beim Dialysepatienten gar nicht hilft, weil es eben rausgewaschen wird? Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber den Labormediziner vielleicht nochmal gefragt, zum einen, welche Kostenunterschiede sind das so ungefähr und warum ist das eine so günstig, das Kreatinin, und warum ist das andere so relativ teuer? Liegt das einfach an der Anzahl der Anforderungen, die wir da haben? Würde das Cystatin C in der Tat günstiger werden, wenn wir es häufiger anfordern, oder ist da auch eine methodische Problematik dahinter? Da ist sicherlich eine methodische Problematik. Man kann das Kreatinin auch teurer bestimmen. Ich denke, das machen die wenigsten Labore. Es gibt ja zwei Kreatinin-Methoden, die enzymatische Methode und die klassische Farbstoffmethode, die Jaffe-Methode.
Sicherlich, wenn man das enzymatisch macht, liegt das auch deutlich höher als die Jaffe-Methode, die üblicherweise gemacht wird. Wenn man die Kosten so vergleicht, liegen wir sicherlich so vom Reagenzpreis, sicherlich von den Einkaufskonditionen, aber um irgendwas mal zu sagen, liegen wir beim Kreatinin bei vielleicht bei 5 Cent. Darf auch nicht so hoch sein, denn die Abrechnungsziffer für Kreatinin von den Krankenkassen liegt bei 23 Cent. Das heißt, bei 23 Cent muss alles in der Vergütung reingepackt werden, damit der Parameter erstellt werden kann. Der Reagenzpreis beim Cystatin C, was sicherlich ein aufwendigerer Test ist, liegt etwa bei 2 Euro. Also, da war Crea jetzt aber die Jaffe-Methode, ne? Was Sie gerade sagten mit den 5 Cent. Das war das nicht ist, das genau. ist die Jaffe-Methode, ja. Und vielleicht noch ein Wort zur Standardisierung. Ich glaube, Kreatinin ist ja weltweit inzwischen standardisiert. Wo stehen wir da mit dem Cystatin C? Das ist auch ein internationaler Standard und der wird auch von den Herstellerfirmen ausgewiesen und angegeben, sodass man hier auch heute im Prinzip eine sehr starke Homogenisierung der Ergebnisse hat. Ne? Ist so ungefähr gefühlt seit 8 Jahren. Und es war immer noch, dass wir mit der einen Formel halt auch zögerten, weil unser Test nicht auf den Standard beruhte. Aber das ist jetzt im Prinzip schon etwa 8 Jahre her. Seit der Zeit ist es halt standardisiert. Ne? So dass ein Mensch eine Blutentnahme in Frankfurt, in Homburg, in Berlin den gleichen Kreatininwert sollte den gleichen Wert haben. Ne? Vielleicht nochmal hier ein Punkt, den der Labormediziner ja immer gerne anbringt. Das ist so die sogenannte Messunsicherheit. Ne? Sie reden oder wir reden ja eigentlich hier um Milliliter pro Minute GFR. Man hat aber vielleicht nicht so ganz im Fokus, wie weit darf die Variabilität eines Messergebnisses sein. Und hier haben wir sozusagen unser Gesetzeswerk, die Richtlinie der deutschen Richtlinie der Ärztekammer für Qualitätssicherung. Und dort ist halt für das Kreatinin ein Wert von 11,5% angegeben. Ne? Das heißt, ich darf von... Für Jaffe. Ja, es ist ein Referenzmethodenwert, methodenunabhängig. Und somit darf ich 11,5% nach oben und nach unten variieren. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das mal in Milliliter pro Minute bei einem Wert von 1,0 auszurechnen. Das ist eine GFR, die von 73 bis 101 geht, wenn man den methodische zulässige Variabilität irgendwo zugrunde legt. Cystatin C liegt noch einen Tick drüber, liegt bei 13%, die erlaubt sind vom Zielwert. Ne? Da kann man aber, glaube ich, also vielleicht ist das was anderes, was Sie meinen, aber wenn man den sogenannten Korrelationskoeffizienten anguckt, ja, dann hat damit nichts zu tun. Denn da kann man durchaus sagen, dass die neueren Messmethoden ihn verkleinert haben, sowohl bei Kreatinin durch die enzymatische Methode und auch die nephelometrische beim Cystatin C haben den Variationskoeffizienten deutlich erniedrigt. Ja. Jetzt, um die Spitzfindigkeiten des Befundes, den wir bekommen, vielleicht abzuschließen. Eine weitere Schwierigkeit kommt ja daher, dass wir die Kreatinin-Clearance laut Cork of Gold als Milliliter pro Minute bekommen, dass die GFR-Formeln uns aber Milliliter pro Minute pro 1,73 Quadratmeter Körperoberfläche ausgeben. Das ist oft dann ein akademisches Problem, das wieder zu verstehen, warum die Idee dahinter ist. Deshalb vielleicht zwei Fragen. Zum einen, was ist die Idee dahinter, das eben nicht als Milliliter pro Minute anzugeben? Und zweite Frage, muss man von da wieder zurückrechnen und dieses 1,73 rausrechnen oder können wir gut mit dieser Einheit leben? Ja, ich finde ein komplexes Thema. Also ich kann ein bisschen was sagen. Ich glaube, grundsätzlich hat man versucht, indem man so einen Index eingeführt hat, auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Auch eine Vergleichbarkeit zwischen Populationen ein Stück weit. Ne? Und hat normiert quasi auf einen Normpatienten, wenn man so möchte. Das funktioniert eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Man muss sich nur vergegenwärtigen, dass wenn man Patienten hat mit extremen Körpermaßen, es dann wahrscheinlich zu falschen Ergebnissen kommen kann. Also bei sehr adipösen Patienten wird es wahrscheinlich, ich muss jedes Mal überlegen, die GFR unterschätzen und umgekehrt bei Untergewichtigen überschätzen, sodass man, dass ich empfehlen würde, wenn Sie mit solchen Patienten zu tun haben, ist auch wieder die Frage, welchen Biomarker nimmt man, damit geht es schon los, aber dann, wenn es um das Indexen geht, also um die Frage, ob 1,73 pro Quadratmeter ja oder nein, das individuell zu berechnen, also die Körperoberfläche auszurechnen, / 1,73 Meter zum Quadrat. Was ich dazu sagen könnte. Vielleicht kann ich auch noch was sagen. Bei der Korkov-Gold haben wir natürlich sozusagen als Marker des Individuums halt das Gewicht dabei. Mhm. Und gut, die Körperoberfläche ist halt auch ein Bestandteil, wo das Gewicht mit eingeht. Und somit sind wir natürlich bei der Korkov-Gold schon auf dem Weg dahin, eine Individualisierung auf die Person durchzuführen, was wir im Prinzip bei dem anderen Fall nicht machen, weil wir weder Gewicht noch Körpergröße erfragen. Also deshalb die 1,73. Und vielleicht auch nochmal mit dem Laborbefund, den wir so generieren, da fehlte immer die 1,73, weil einfach die Spalte das nicht hergab. Ne? Das ist natürlich dann eine lange Einheit, Milliliter pro Minute pro 1,73. Und da kamen dann immer die sehr starken Reklamationen aus der Apotheke. Für die war das ein ganz zentraler Punkt, dass diese 1,73 unbedingt auf dem Befund stehen. Weil die das natürlich unbedingt benötigen, weil die im Prinzip, wenn sie ihre Zytostatika ansetzen, eine Körperoberflächenkorrektur durchführen. Und wenn Sie dann die 1,73 nicht auf dem Befund haben, ist das für die ein unvollständiger Befund. Und somit sieht man schon, diese Körperoberflächenkorrektur ist für bestimmte Bereiche für die Pharmakotherapie halt ein ganz wichtiger Punkt. Wo die auch ihre Programme haben, wo die dann letztendlich mit den Programmen auch die Dosisadaptierung halt durchführen. Ich habe auch nochmal diese Woche nochmal mit der Apotheke telefoniert, weil die Apotheke natürlich für uns auch ganz weit weg ist. Und das ist natürlich alles Kreatinin-basiert, fand ich auch erstaunlich. Kreatinin-Cystatin C ist dort in den Rechenprogrammen noch nicht als Parameter oder als Größe etabliert. Also von daher muss sicherlich das Kreatinin, das Labor und die Apotheke irgendwo da mal ganz energisch zusammenwachsen, damit der eine versteht auch, was der andere macht. Ne? Wir lassen ja auch immer noch Medikamente zu, die auf der uralt Cockroach-Gold-Formel basieren. Ja. Das verwirrt dann ja auch wieder zusätzlich die Noaxen, das typische Beispiel. Wir kriegen von euch aus dem Labor ausgedruckt oder digital den schönen Befund als CKD-Epi-Formel, müssen dann aber ja nochmal an irgendein Rechenprogramm gehen, wenn wir es korrekt machen wollen. Und als Nephrologe macht man es ja eigentlich ganz gerne korrekt. Und müssten dann nochmal die Korkov-Gold-Formel ausrechnen, weil eben so die Studien auch gemacht sind und die Zulassung auch so erfolgt sind. Mhm. Und das für uns Nephrologen unangenehme ist, das machen die Kardiologen teilweise besser als wir Nephrologen. Gibt es eine ganz schöne Untersuchung. Eine klinische nephrologische Frage noch. Siehst du noch einen Grund, Menschen Urin sammeln zu lassen? Wir hatten jetzt Cystatin C, wir hatten das Kreatinin, die verschiedenen Formeln. Das mit dem 24-Stunden-Sammeln ist in der Klinik erschreckend schwierig. Ambulant machen die Patienten das auch sehr ungern. Es werden viele Fehler gemacht. Spielt das für dich noch eine Rolle oder sind wir mit den Formeln so gut, wenn wir beide Parameter messen, dass wir darauf verzichten können? Also ich persönlich sehe eigentlich so spontan keine wirkliche Indikation und sehe es ganz ähnlich. Es ist so fehlerbehaftet, man braucht Zeit, um es ganz genau zu erklären und eigentlich muss man es auch irgendwie fast schon monitorieren oder kontrollieren, wer kann und will das, ne? Wie soll das auch gehen? Das geht in der freien Wildbahn, glaube ich, ganz schwierig, unter stationären Bedingungen vielleicht noch besser. Aber auf der anderen Seite sind da auch die Kränkeren, die es vielleicht auch nicht so gut hinbekommen. Also ich glaube, viele Ergebnisse, die wir, in der Theorie ist wunderbar, ne? Aber ich glaube, viele Ergebnisse, also der Verlust von einer Urinportion schon führt zu einer Unterschätzung, das ist schwierig.
Insofern bin ich selbst nicht so eine Freundin von 24-Stunden-Sammelurinen. Ich glaube, die Formeln sind gut und in Situationen, wo die Formeln uns wahrscheinlich keine valide Aussage bieten, sollte man dann eher an die gemessene GFR denken. Ja, da gibt es durchaus Situationen, gar nicht so wenige, in denen man an eine gemessene GFR denken sollte. Das ist natürlich lange nicht so etabliert. Das ist das große Problem. Ich glaube, das sollte innerhalb der Nephrologie auch mehr Interesse bestehen, unser Diagnostikrepertoire etwas zu erweitern, nach keine Ahnung wie viel Dekaden Kreatinin hin zum Cystatin C, aber auch zur gemessenen GFR. Was ihr in Berlin ja breit gemacht habt im Rahmen eurer BIS-Studien bei Tausenden von Berliner Senioren. Ja, genau, aber das war innerhalb einer Studie und wir haben dann vollkommen nachvollziehbar immer wieder Anfragen, wo kann ich das machen? Und dann, wir haben das Labor von Herrn Professor Van der Giet, der das auch macht und das wird hoffentlich ausgebaut. Ich glaube, die Vision ist, und das ist auch eine, die wir innerhalb unseres europäischen Konsortiums verfolgen möchten, die MGFR vorzugsweise mit Iohexol, die Iohexol-Clearance-Methode, viel breitflächiger anzubieten und auch so ein bisschen die eher behäbig, also die Reputation einer sehr behäbigen und sehr umständlichen Methode zu relativieren. Und dann wäre die schönste Aussicht, wenn man so eine Art Point-of-Care-Diagnostik hätte irgendwann, ne, um auch in der Notaufnahme das schnell einsetzen zu können bei Verdacht auf ARCI oder auf der Intensivstation. Das wäre natürlich großartig. Das heißt, damit wir es verstehen, einmal eine Tracer-Substanz spritzen und dann wie viel Blut entnahmen? Also genau, das Iohexol wäre der Tracer, also ist ein jodhaltiges Kontrastmittel, gibt ja verschiedene andere, gibt auch Iothalamat, früher war das Inulin, das ist glaube ich gar nicht mehr auf dem Markt, aber Iohexol ist sehr sicher, das hat man bei, ich weiß nicht wie viele tausenden Patienten schon gegeben. Und es ist, man spritzt es, genau, 5 Milliliter in der Regel, wahrscheinlich geht sogar weniger dieser Substanz. Und dann wird am anderen Arm, werden dann zu ganz definierten Zeitpunkten Blutentnahmen abgenommen, in der Regel so ab ungefähr zwei, drei Stunden. Und dann geht es darum, welches Protokoll verwendet man. Und das möchte unser Konsortium auch so gut wie es geht standardisieren. Also genau die Fragen, wie viel Blutentnahmen zu welchem Zeitpunkt. Je niedriger die Nierenfunktion, sagt man, desto länger muss ich eigentlich mit der Blutentnahme warten, um hier wirklich die Clearance gut zu erfassen. Wenn der Patient etwas nierengesünder ist, dann reichen vielleicht die Skandinavier machen das mit einer Blutentnahme. Das ist so eine Single-Sample-Bestimmung. Also da gibt es unterschiedliche Protokolle, das macht es nicht leichter. Das wäre schön, das zu standardisieren, aber vielleicht 1, 2, maximal 3 unterschiedliche Protokolle, je nach klinischer Situation. Und dann braucht man natürlich eine Laborexpertise und man braucht aber auch eine personelle Expertise. Muss ja jemand machen, muss in der Ambulanz funktionieren und muss für den Patienten nicht zu belastend sein. Dann spielen wir den Ball nochmal zur Labormedizin. Würden wir dabei Labormediziner Begeisterung schaffen oder würdet ihr sagen, um Gottes Willen, aus dem und dem Gründen ist das sehr, sehr komplex? Ich meine, das hört sich schon sehr komplex an und aus der Komplexität ist das sicherlich irgendwo ein ganz enges Patientenkollektiv, wo man das auch so einsetzen würde und würde ich mal einfach so annehmen. Und wie gesagt, aus dieser Zahl mit über 200.000 Analysen Kreatinin pro Jahr, das ist natürlich eine ganz andere Zielvorgabe. Und das sind letztendlich, denke ich, zwei ganz unterschiedliche Fragestellungen, die man hier mit diesen unterschiedlichen Methoden dann auch bearbeitet. Ich meine, allein die Vorstellung, jetzt einen Patienten 2 bis 3 Stunden zu beschäftigen irgendwo... So als Labormediziner stellt man sich das schon sehr im Prinzip herausfordernd halt an. Ne? Wobei es diese Menschen gibt, akute Nierenschädigung war das Beispiel, was du genannt hattest, auch für mich immer das Problem beim Dialysepatienten, die Nierenfunktion abzuschätzen. Das keine Frage. Geht ja wahrscheinlich nicht um Wald- und Wiesendiagnostik, sondern wirklich diese Menschen, bei denen die Formeln eben nicht funktionieren und wo die Labormediziner uns dann ja auch eine Formel auf den Befund drucken, obwohl diese Formel nicht verwendet werden dürfte. Da kann keiner was dafür, weil der Labormediziner weiß natürlich nicht, dass der Mensch eine akute Nierenschädigung hat. Aber das schafft dann ja, je nachdem, wo man steht, falsche Sicherheit oder falsche Panik. In Abhängigkeit davon, ob ich am Anfang oder am Ende der Nierenschädigung bin.
Also ich glaube, das Spektrum der Patienten, auf die man das anwenden könnte, ist gar nicht so gering. Also das sind nicht unbedingt so Kolibri-Fälle. Es gibt durchaus viele klinische Szenarien, in denen man mit einer gemessenen GFR sicherlich besser fahren würde. Also das geht im Alter los mit vielen chronischen Erkrankungen, was wir schon gesagt haben, wo auch das Cystatin C nicht so verlässlich ist. Ne? Große Diskrepanzen auch zwischen Kreatinin und Cystatin C, aber auch vor einer Lebernierenspende, auch bei Empfängern von anderen Organen, nicht nur der Niere, also Leber und Herz zum Beispiel. Also Drug Dosing bei komplexen Fällen wäre man wahrscheinlich auch auf der sichereren Seite damit. Leberzirrhose, ganz schwieriges Thema. Also grundsätzlich, ne, auch bei Patienten, die eben so im extrazellulären Volume Overload Bereich sind, das ist grundsätzlich schwierig. Also ich glaube, das und auf einer Intensivstation auch. Also ich glaube, es sind also ne, Kachexie-Patienten zum Beispiel, die wir häufig erleben durch verschiedene Erkrankungen, also Tumorerkrankungen, aber auch Tuberkulose oder so konsumierende Erkrankungen. Da ist man wahrscheinlich mit einer MGFR schon besser beraten. Also alles in allem, ich glaube, wenn die Möglichkeit mal bestünde, dann wäre auch das Spektrum zu bedienen, welches besteht. Ich würde zum 24-Stunden-Urin gern nochmal, weil wir jetzt eine Kollegin, Expertin da haben, die ihre akademischen Wurzeln in Heidelberg haben, eine Anekdote, die ich immer ganz lehrreich finde. Freiburg. Ja. Baden-Württemberg. Anderes Ende von Baden-Württemberg. Professor Ritz, der deutschen Nephrologie, hat das mal wunderbar erklärt, ehemaliger Heidelberger Nephrologe, der im Rahmen einer Doktorarbeit, die er selber betreut hatte, mal 24 Stunden Urin sammeln sollte. Und dann war er abends auf irgendeinem Vortrag gewesen, rein medizinischer Rahmen, alles Kolleginnen und Kollegen, die da waren. Und als er mit seiner Urinflasche da angetreten ist, ist er angeschaut worden, als würde er jetzt auf den Mond fliegen wollen oder so. Und seine Quintessenz war gewesen, wenn selbst wir als Mediziner kein Verständnis dafür haben, dass man den Urin sammeln soll. Wie soll das dann funktionieren, zumindest mal im ambulanten Setting bei den Patienten? Mich würde nochmal interessieren, welche Formel denn aus Ihrer Sicht für Kinder am besten anzuwenden ist. Ja, also bei Kindern wurde ja schon gesagt, ist wirklich, sagte Ihr Kollege, auch eine Cystatin C wird viel zu selten eingesetzt, denn Cystatin C ist wirklich der Biomarker, der bei Kindern zu verwenden ist. Es gibt bei Kindern die sogenannte Schwarz-Formel, die kennen wahrscheinlich die meisten. Und was ich aber noch nennen kann in dem Zusammenhang, ist tatsächlich die aus unserem Konsortium entwickelte European Kidney Function Consortium Gleichung, die auch genannt wird FAS. Also und FAS steht FAS für das Full Age Spectrum. Das heißt, diese Gleichung misst wirklich die GFR von einem 2-Jährigen bis zu einem 100-Jährigen. Und das ist der große Vorteil dieser Gleichung in Bezug auf einzelne Gleichungen, die bestimmte Lebensabschnitte nur anschauen. Warum? Wenn wir uns anschauen, Schwarzgleichung bis zum 18. Lebensjahr und dann wird der Patient, oder bis zum 17., dann wird der Patient über Nacht 18 und dann sollen wir die CKD-Epi-Gleichung anwenden und dann gibt es unplausible GFR-Sprünge, für die es überhaupt gar keine biologische Basis gibt, sondern der einzige Grund, warum dieser Sprung da ist, ist die Verwendung einer anderen Gleichung. Und das ist schwer vermittelbar. Wir haben ja in Berlin hier unsere BIS-Gleichung auch gemacht ab 70, weil die MDRD nur bis 69 ging. Das sind sicherlich gute Gleichungen, aber wir haben auch hier das Problem, dass wir ab 70 dann auf einmal wieder so einen GFR-Sprung haben, immer in die andere Richtung. Und wie gesagt, das ist unplausibel und deswegen war es das Ziel, eine Formel zu entwickeln, die über die Lebensspanne einsetzbar ist. Wie gesagt, von einem 2-jährigen alten Toddler ja, bis zum 100-jährigen. Und das macht diese Full-Age-Spectrum-Equation. Wie macht sie das? Sie sagt, und da kommt wieder die mathematische Modellierung, die ich eingangs erwähnte, ins Spiel, bis zum 40. Lebensjahr also am Anfang verändert sich natürlich die GFR, die ist ja am Anfang nicht so gut, wird dann besser und bleibt dann gleich bis zum 40. Lebensjahr, um dann wieder abzufallen. Und das ist der Unterschied zur CKD-Epi, die sagt, ab 18 nimmt die Nierenfunktion ab, und zwar linear. Also das ist einer der Unterschiede. Und der andere Unterschied, und dann mache ich es auch nicht noch komplizierter, ist, dass bei dieser
Full-Age-Spectrum-Equation ein sogenannter Q-Faktor mit dabei ist. Das ist also ein Wert, der durch, man teilt den Biomarker Kreatinin durch dieses Q, und dieses Q wurde bestimmt anhand einer gesunden Referenzpopulation. Das ist so ein bisschen wie Perzentilenkurven, die man aus den Heften für die Kinder kennt, wenn es um Größe und Gewicht geht, sodass man einordnen kann, was denn in einem gewissen Alter zu erwarten ist. Und daran, damit wurde diese EKFC-Gleichung entwickelt, diese europäische Kidney Function Consortium-Gleichung. Also auch um auf die Frage zurückzukommen, im Kindesalter einzusetzen. Herr Dorbert, wir arbeiten so synchron, das wäre auch meine vorletzte Frage gewesen. Gibt es die als Kalkulator vielleicht, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich das anschauen und sagen, das möchte ich direkt dann auch umsetzen? Wo findet man die? Nee, leider noch nicht. Das ist wirklich ein Manko. Wir würden es gerne auf der ERA-Website zum Beispiel etablieren und dann auch in die Labore schicken. Also das steht auf jeden Fall auf der Agenda. Ja, sehr guter Punkt. Sobald es soweit ist, verlinken wir das gerne unten in die Shownotes, dass die Kollegen, die das dann nachträglich sehen, auch gerne sich mal anschauen können. Letzte Frage, die mich jetzt interessiert, weil das auch sowas ist, was die Patienten einen unheimlich oft fragen. Ihr habt jetzt ja bei sehr vielen älteren Berlinern die Nierenfunktion gemessen. Die Frage, die dann immer kommt, diese Veränderung der Nierenfunktion mit dem Alter, ist das ein physiologisches Altern oder ist das ein pathologischer Prozess? Ich will sagen, wenn wir jetzt alle optimal leben würden und einen Blutdruck haben von 110 und Cholesterin unter 100 Milligramm pro Deziliter nicht rauchen, verlieren wir dann trotzdem Nierenfunktion oder können wir das weitgehend vermeiden? Also die schnelle Antwort ist, ja, wir verlieren trotzdem Nierenfunktion. Das heißt, wir gehen dafür, das ist ein Stück weit eine philosophische Frage. Also, dass wir Nierenfunktion verlieren, das ist bekannt. Ob wir das als krank bezeichnen, da gehen die Meinungen auseinander. Ich würde sagen, es ist ein normaler physiologischer Prozess, denn wir sehen es auch bei den wirklich Gesunden. Davon gibt es jetzt nicht so viele. Es gibt nicht viele alte Menschen, die kaum Komorbiditäten hätten. Aber es gibt ein paar. Da haben wir auch in Kooperation mit Kollegen aus Norwegen und Island eine Kohorte zusammengestellt, die vergleicht den Nierenfunktionsabfall bei älteren Menschen, die so gut wie keine chronischen Erkrankungen haben, mit denen, die sie haben. Man sieht bei beiden einen Abfall, bei den Kränkeren einen stärkeren, bei den Gesünderen einen geringeren, aber eben auch einen Abfall. Das war extrem spannend. Das war insbesondere auch deshalb spannend, weil wir die nephrologische Epidemiologin und den Labormedizinern zusammen hatten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man gerade bei diesen ja sehr komplexen Fragestellungen sich miteinander unterhält, weil viele sich erst dann erklärt, wenn man dann auch wirklich zusammen die Punkte diskutiert. Ganz herzlichen Dank allen für die Zeit. Ich wünsche eine wunderschöne Adventszeit, auch in diesem besonderen Jahr. Und in Folge dann ein schönes Weihnachtsfest aus Frankfurt nach Berlin, nach Homburg. Tschüss, herzlichen Dank. Herzlichen Dank aus Berlin. Tschüss. Alles Gute.